Für die blaue Ecke bitte ich in den Ring. Arena. Sein Gegner in der blauen Ecke, Marcel Toss aus Zwickau. Dieser Kampf wird Ihnen präsentiert von UVB Baudienstleistungen. Viel Spaß und gute Unterhaltung bei einem Kampf über 3x2 Minuten nach K1 Regeln. Kämpfer zu mir! Alex Boldert hat etwas mehr Erfahrung als 5 Kämpfen. Der Marcel bisher einen Kampf. Ja. Marcel jetzt gerade schon mit dem ersten Knie. Was er zum Gegner bringt. Beide mit einigen Treffern jetzt. Hier Vorteile bisher kaum auszumachen. Vielleicht den ein oder anderen Tacken besser der Marcel vom Schuri-Gym. Der hier immer mal einen Kick und eine Hand zum Gegner bringt, aber jetzt auch den ersten Wirkungstreffer gesetzt hat und nachsetzen kann. Sie hören es am Publikum, jetzt hat er seinen Gegner beim ersten Auszählen mit schönen Kicks und schweren Händen auch getroffen hat, den Kopf von Alex Boldert, der aber weiterkämpft. Mal sehen, ob er sich da nochmal erholt. Da waren einige dabei, die gesessen haben, einige Schläge. Marcel jetzt mit dem nächsten Knie. Ich denke, die Ringpause, die jetzt ansteht, kommt keine Sekunde zu früh für Alex Boldert. Der muss erstmal wieder nach Luft schnappen. Denn er hat 2, 3 schwere Knie auf die Rippen gekriegt. Schauen wir mal, wie sich der Alex jetzt erholen konnte in der Ringpause. Marcel geht direkt wieder engagiert zum Gegner. Die
gleich zu ringen, beginnen wieder zwei, drei Treffer gesetzt und setzt er wieder nach mit einem schönen Sprungkick. Aber jetzt kontert Alex. Ja, jetzt ist er selbst, ist Marcel selbst zum zweiten Mal in die Ecke gedrängt und da sieht man, dass Alex schon ein guter Boxer ist. Ja, jetzt ist schon offener Kampf. Beide setzen einige Treffer. Ist ja eine offene Runde, die Runde Nummer 2. Marcel muss jetzt ein bisschen Luft schnappen, kriegt aber die Zeit nicht von seinem Gegner, Alex Bolder. Der ist jetzt, hat den Kampf gerade wieder ein bisschen gedreht. Kam die erste Ringpause zur rechten Zeit für Alex Bolder. Kommt sie jetzt genau zur richtigen Zeit für Marcel Tost vom Schuritschim, der jetzt sich in der Pause nochmal richtig erholen muss, wenn er den Kampf denn gewinnen möchte. Nicht nur jetzt eigentlich die erste Runde zu seinen Gunsten und die zweite Runde schon bei seinem Gegner. Also bisher gleich auf. Die letzte Runde wird hier die Entscheidung bringen. Gegeben und beide suchen den direkten Weg zum Gegner. Wahrscheinlich konditioneller Vorteil beim bemerkbar, denn Marcel Tost geht jetzt zu Boden, war aber abzusehen, er hat, denke ich, auch kaum noch Kraft jetzt was zuzusetzen, wird angezählt und Alex Bolder wird jetzt die Entscheidung suchen, muss aber direkt einen Schlag einstecken, ein klasse Treffer von Marcel. Ganz normal unterbrochen. Nein, er wird ausgezählt damit.
Sieg durch K.O. für Alex Poldert von der Lebe Kickbox Arena. Ja, man hat gesehen, dass Marcel konditionell nichts mehr zusetzen konnte. Ich habe schon gesagt,